Hallo, herzlich willkommen zum Newsflash im Dezember. Bereits im August berichteten wir von dem umstrittenen Denkmal der selbsternannten Göttingerin Numero 8, Christiane Möbus. Nachdem der rund 500.000 Euro teure Sockel nun enthüllt worden ist, wird es noch peinlicher. Das Jahr der Thronbesteigung des Königs Ernst August ist 10 Jahre nach vorn verlegt worden. Es fehlt die römische Ziffer X. Die Schuldfrage ist noch ungeklärt und ungeklärt ist auch, wer die angedachte Korrektur bezahlen soll. So oder so, schade um das viele Geld. Was war da los? Schreckensmoment in der Zentralmensa. Wegen eines Feueralarms am 24.11. folgte die unmittelbare Evakuierung. Innerhalb kürzester Zeit musste das Gebäude geräumt werden. Nach einer Weile gab es jedoch Entwarnung und die Mensa wurde wieder freigegeben. Wie sich herausstellte, war der Grund ein Fehlalarm. Wer Unistress und Alltagslärm entfliehen möchte, kann nun im Raum der Stille im Blauen Turm einen Moment der Ruhe finden. Gläubigen wie nicht-religiösen Menschen soll dort die Möglichkeit zur inneren Einkehr gegeben werden. Donnerstag, den 19.11., wurde der Raum der Stille im Beisein von Vertretern protestantischer, jüdischer, katholischer und muslimischer Gemeinden feierlich eröffnet. In der Eröffnungsrede lud Frau Professor Kaspar Hene, Vizepräsidentin der Universität, die Studierendenschaft vor rund 100 Gästen zum Beten, zum Meditieren oder einfach zum Innehalten ein. Ganz bewusst ist im Raum selbst auf religiöse Symbole verzichtet worden. Orientierung beim Beten sollen einzelne Filzdreiecke bieten, die in die Richtung heiliger Stätten weisen. Der Raum der Stille ist werktags von 9 bis 21.30 Uhr geöffnet. Weitere Informationen sind im Internet zu finden. Mit einer umfangreichen Veranstaltungsreihe widmet sich der Deutsche Gewerkschaftsbund in Zusammenarbeit mit anderen Initiativen dem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. In zahlreichen Vorträgen, Gedenkfeiern und Diskussionen soll das Schicksal der Opfer der Nationalsozialisten ins Gedächtnis gerufen werden, um dem Vergessen vorzubeugen. Aufgearbeitet werden nicht nur die Verbrechen der Nazis, sondern auch die Lebensläufe jüdischer Mitbewohner und Mitbewohnerinnen Göttingens. Weitere Informationen sind auf der Homepage der Veranstaltungsreihe zu finden, sowie auf Flyern. Wenn die letzte Vorlesung endet und es draußen dunkel und kalt ist, wie wäre es dann mit einem Besuch im Unikino? Im Dezember gibt es neben der abwechslungsreichen Filmauswahl auch ein paar tolle Specials. Da wäre die Disney Night am 8.12., bei der ihr euch gleich 2 Filme hintereinander anschauen könnt. Diesmal sind es Herkules und Findet Nemo. Übrigens, lautes Mitsingen ist erwünscht. Ihr steht mehr auf Party? Dann lasst euch am 10.12. das Party-Special nicht entgehen. Im Anschluss an den Film Big Business, außer Spes nichts gewesen, könnt ihr bei der Lavi-Party im ZAG bis in die frühen Morgenstunden feiern. Und wer die Verbindung von Wissenschaft und Film mag, kommt beim Science Cinema am 16.12. auf seine Kosten. Vor dem Film Ex Machina gibt es eine Einführung zur künstlichen Intelligenz und danach eine Abschlussdiskussion mit dem Leiter der Abteilung Computational Neuroscience, Professor Wörgötter. Wie jedes Jahr findet auch in diesem Monat der beliebte Weihnachtsmarkt rings um das Gänseliese, das Alte Rathaus und die Johanneskirche statt. Seit einigen Tagen hat der Göttinger Weihnachtsmarkt geöffnet und läutet den Countdown zu Weihnachten ein. Bis zum 29. Dezember könnt ihr offiziell bis 20.30 Uhr Glühwein und Leckereien genießen. Apropos Countdown, Nikolaus steht vor der Tür. Die große Nikolaus-Party fällt aber auch dieses Jahr aus organisatorischen Gründen aus. Laut Veranstalter dürfen wir uns im kommenden Jahr wieder auf die Veranstaltung freuen. Das war der letzte Newsflash des Jahres. Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich bei euch und hoffen, dass ihr auch nächstes Jahr wieder zuschaut. Das Univisionsteam wünscht euch und euren Lieben frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. So, gehen wir Glühwein trinken.